Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play GTA 5. Wir sind hier unterwegs mit meinem guten Freund dem Trevor, für den wir auch direkt mal eine Mission auswählen. Aber wo haben wir denn mal eine? Die ist ziemlich weit weg, aber okay. Da können wir hinfahren. Das soll jetzt noch nicht das Problem sein. Ich glaube, da ist doch dieser Unterschlupf, wo wir uns, upsala, wo wir uns einfach mal Zuflucht gewährt haben. So, wir sind mit dem Motorrad unterwegs, das heißt, es geht ganz schnell. Ich möchte aber noch eben, dass er sich ganz schnell Helm aufzieht. Verkehrssicherheit geht vorher, zieht hier wieder seinen komischen Helm auf. Und dann ballern wir einfach mal quer durch die Landschaft. Ja, es hat ein bisschen gedauert, bis wir jetzt hier die nächsten Let's Plays hochgeladen haben. Wir hatten kleinere technische Schwierigkeiten, aber alles gar kein Problem. Wir sind jetzt wieder voll und ganz für euch da und werden wieder weiter in gewohnter Frequenz hochladen. Demnächst kommen ja auch neue Spiele raus. Leider hat sich das Dying Light ein bisschen verzögert. Aber egal, wenn ihr einfach unter diesem Video in der Beschreibung den Button abonnieren klickt, dann seid ihr sowieso immer auf dem neuesten Stand, wenn neue Videos kommen. Ihr unterstützt uns damit, zeigt uns damit, dass wir einen guten Job machen. Also einfach klicken und abonnieren. So, wir haben jetzt 5,8 Kilometer zu fahren. Das sollte aber hier mit diesem recht schnellen Motorrad kein Problem sein. Ich hätte schon ein bisschen Bock, jetzt so quer durch die Landschaft zu fliegen hier mit dem Motorrad. Aber ich glaube, das geht nicht ganz so gut aus, was unsere Gesundheit betrifft. Und ja, wir möchten jetzt auch nicht zu viele Sterbesequenzen zeigen. Na? Ja, Motorrad könnte ein bisschen schneller sein. Ist leider nicht. Auf dem Auto habe ich jetzt gerade irgendwie keine Lust. Wird wahrscheinlich einfach daran liegen, dass ich mit dem Auto hier auf dem Highway nicht so schnell vorankommen würde. Ich könnte mich nicht einfach so durchschlängeln, wie ich das mit dem Motorrad so gut machen kann. Von daher, wir bleiben einfach mal da. Sind ja auch jetzt nur noch 3,8 Kilometer. Zwei haben wir jetzt schon runtergerissen. Also so langsam sind wir ja dann doch nicht unterwegs. Ja, ihr könnt auch einfach mal sagen, welche Spiele ihr sehen wollt, was wir für Specials für euch machen sollen, ob ihr irgendwas Spezielles sehen wollt, irgendwie Stunts oder keine Ahnung, wir sind da immer offen für alles, haben auch ein paar Pläne schon vorbereitet, wir wachsen ja trotzdem immer weiter, was uns auch sehr viel Freude bereitet und das zeigt uns dann, dass wir auf dem richtigen Weg sind. So, oh, hier musst du rein, mein Freund. So, lalalalalalala. So, wo liegt das Motorrad? Lass den Helm bloß auf. Du setzt dich nämlich jetzt wieder auf Motorrad. Und die letzten 2,11 Kilometer machst du dann bitte hier ein bisschen so unverletzten Style. Das wäre mal echt schick von dir. In der Stadt könnte man eigentlich ganz gut... Oh ja, das mit dem Unverletzt war es dann wohl. In der Stadt könnte man echt gut mit dem Auto rumhuren. Gucken, ob... Oh, das ging jetzt aber schnell mit dem da draufsetzen. Gucken, ob wir hier wieder heile rauskommen. Ach, komm jetzt. So. Hat geklappt, okay. Ja. Das mit dem unverletzten Style hat dann aber dann doch nicht geklappt. Leider Gottes. Aber nun gut, ist halt auch eben nur der Trevor Hall. Los Santos hat sich in der Zeit auch gar nicht verändert. Die Baustellen sind immer noch gleich. Ich erinnere mich so ein bisschen an den Berliner Flughafen da oben. Wo ja genauso langsam gebaut wird wie in Los Santos. Die Baustellen verändern sich nämlich kein Stückchen. Ja, was soll man dazu noch sagen? Aber geht das hier nicht immer so links und rechts her? Meine Güte. Immer geht mir da dann mal um den Keks. Mal gucken, ob wir einfach mal einfach mal so durchziehen können hier. Ist an der Kreuzung natürlich immer sehr gefährlich. Sollte man nicht im echten Leben nachmachen. Na komm. So, dann sind wir jetzt gleich auch schon da. Und dann gucken wir einfach mal, was da für eine Mission auf uns wartet. Ne, wir müssen einen weiter. Und der ist hier. Gucken, was passiert. Wahrscheinlich verlieren wir unser tolles Motor. Wo geht's denn hier nochmal hoch? Na? So, hier war das. Ja. Funny way to greet your cousin. You ain't my G-damn cousin, Trevor. I thought we was family.
Ja, komm. Sequenzen wollen wir nicht. Wir wollen. Oh, wir gehen in den Stripclub. Hier, Trevor im Stripclub ist, ja, wird wahrscheinlich legendär. Wir haben eine coole Nummer. Ja, waren wir wirklich lange nicht. Waren wir überhaupt schon drin in unserer Let's Play Series? Ich glaube nicht. Aber na gut. Exactly. Oh, Trevor, babe, you got all over yourself. You're all red. You got. Upsala. My ride, my fucking ride. Oh, da ist eine Rennmaschine. Die hätte ich jetzt gerne. Trevor schon wieder Blut verschmiert. Man könnte echt meinen, der ist ein Metzger. Ja, hör auf zu hupen. Meine Stadt. Mein Ghetto. So, mal gucken, die letzten 800 Meter, ob wir die hier auch dann unverletzt dann überstehen. Ich bezweifle es zwar, Trevor, ist immer so ein bisschen komisch beim Fahren. Oder ich kann es nicht, aber das bezweifle ich. Einfach mal durchziehen hier, hat funktioniert. Oh. Einmal die falsche Taste berührt und schon ändert sich dann auch die Sicht. So, speichere Autos, indem du sie in den Parkbuchten neben dem Stripclub abstellst. Ja, Vanilla Unicorn. So, was gibt's jetzt hier? Ich hoffe jetzt nicht so extrem lange. Jetzt wechseln wir auch noch. Zu wem wechseln wir denn jetzt? Na komm. Das sieht aus wie Michaels Zuhause. Und dann sind wir halt mit Michael hier. Hey, oh, Business am machen. Trevor just called about the big one, the UD. You know anything? Yeah, I told him we could hit it. You down? Of course I'm down. Look, I'll get my research together and meet you at Trevor's. He's taken over the Vanilla Unicorn Gentleman's Club. All right. Oh, Trevor hat den Strip Club übernommen. Okay, fahren wir direkt mal mit. Ja. Oh, ich habe gerade gesehen, wir sind bei. Oh, hä? Okay, wir haben bestanden. Okay. Alles klar. Egal. Fahren wir mit unserem tollen Gefährt. Was haben wir denn den Laden hier gekauft? Da. Da sollen wir hin. Dann machen wir das auch einfach mal. Geil, ich nehme hier einen meiner Wagen und. Da fährt direkt ein anderer hochklassiger Wagen und jetzt verschrotte ich den und da steht einer, da ist eine andere coole Kiste, aber die möchte ich dann doch nicht haben. Ich muss mich ein bisschen beruhigen. Was haben wir hier? Ach, da haben wir den Inferno. Red mich da schon wieder auf. Ich dachte, wir machen jetzt hier eine Mission. Und was passiert? Im Endeffekt gar nichts, bis auf, dass wir Trevor oder mit Trevor zu einem Stripclub fahren, den er dann übernimmt. Ich freue mich für Trevor, dass er den Schuppen übernommen hat, aber ja, wäre schön gewesen, wenn wir noch irgendwas gemacht hätten mit ihm. Wenn wir mal einen Blick reingeworfen hätten, oder ist es noch gar nicht 22 Uhr, wo man sich in so einem Schuppen sehen lassen kann? Na gut, ist ja auch egal, wir flitzen jetzt hier einfach mal mit Michaels Hochgeschwindigkeit, Supersport, Mega-Auto. Wie lange müssen die aufpassen, die sind nämlich so ein Stunt-Ding. Können wir auch immer mal drüber fliegen. Machen wir mal eine Sendung, so eine Stunde nur Stunts. Irgendwie sowas werde ich mir mal einfallen lassen. So. Wo kann ich jetzt mein Auto hier parken? Hinter oder neben dem Club? Ich hoffe jetzt mal, dass das jetzt richtig ist. Und mein Auto nicht gleich weg ist, dann würde ich mich nämlich schwarz ärgern. So schwarz wie meine Seele. Ja, so, wie kommen wir jetzt hier rein zu Trevors Schuppen? Ist das hier dieser Unicorn-Gedöns? Ist das das hier? Ne. Okay. Wahrscheinlich müssen wir neben den Stripclub reingehen, beziehungsweise neben diesen Tee hier. So, ah, hier, das ist dieser Horny Unicorns Club. Einhorn Club. Bestimmt gibt es da auch Einhornkotze zu trinken. Ja, du musst da auch reingehen, mein Freund. Scheu dich nicht. Dann müssen wir hinten zu Trevor. Wie wir auch immer da entlang kommen.
hier unten schön an diesen... Oh, da habe ich ein Dings gehört. Nee, wir machen jetzt hier kein Private Dance. Wir machen jetzt hier Private Show. Hat die Ballons, du. Holla, die Waldfee. Nee, sind wir, glaube ich, sind wir hier richtig? Sind wir hier richtig? Wie kommen wir denn da hin? Oh, jetzt. Jetzt kann ich hier drin noch nicht mal laufen. Beautiful Ladies, okay. Wir machen jetzt kein Private Dance. Wir gehen jetzt auf Ruhe von der Blonden. Ja, hallo. Hey, Baby. Want a private dance? Nein. Premium Lounge. Okay. Gehen wir Premium Lounge. Schauen wir mal. Hier sind wir auf jeden Fall richtig. Hallihallo. Gehen wir mal zu Trevor rein. Before you ask, the fridge is broken. That's all right. I've had enough of your hospitality already. I have changed my... Ja, ja. So. Oh, der ist auch Franklin. Steig in dein Auto. Gepanzerte Transporter. Also. Ich weiß nicht, was jetzt auf uns zukommt. Ich habe auch eigentlich geplant, die Let's Plays nicht mehr so lange zu halten. Teilweise gingen sie echt so 40 Minuten. Ja, so 15, 20 Minuten, Maximum 15 war so das geplante Maximum. Aber wenn wir jetzt hier eine Mission machen, wird das natürlich damit nichts. Das tut mir dann auch leid an dieser Stelle. Okay. Ah, okay, wir werden eine Bank auseinandernehmen. Oh, I see it. Man, getting in the door is easy. It's a standard bank. It's getting underground is hard. Ain't that where the metal's kept? Right. So, wir gucken uns jetzt gerade mal die Bank an. Ich kann das irgendwie nicht überspringen, aber meine Güte. Kundschafte den Hintereingang aus. Okay, das ist natürlich auch geil, diese Dollarzeichen. Hey man, you might not notice it, but I picked up a few things rolling with you. I mean, there's times I think I gotta be the same. Eiskalt machen wir das jetzt hier. Dann gucken wir auch gleich mal, was der Michael auf dem Kontostand hat, um ihm vielleicht noch ein bisschen ein paar Immobilien zu kaufen. So. Yeah, fucking eerie, ain't it? Man, you think they put more than one motherfucker on our national fucking reserve? Ja. Trevor, how are you doing? Oh, Trevor ist hart am Arbeiten, sehe ich gerade. Like clockwork, Mikey. Like clockwork. Müssen wir jetzt hier machen, Fahrt zum Flugplatz, 1,6 Kilometer. Ja, so kann man die Zeit auch verstreichen lassen, ganz ehrlich. Na, also ich meine, gut. I ain't even talked to Mike about it yet, but he's gonna be on board. He's obligated. What is it? Ain't it obvious? Bustin' die meinten sich da auch schon wieder wie ein altes Ehepaar unterhalten. Voll süß, aber. Fine. Shit. I was gonna pay you, man, when there ain't an obvious problem. Shit. Ja, hör auf zu meckern, du sitzt in meiner Karre, da kann ich machen, was ich will. You're a hard guy to motivate. 750 Meter oder 680, wollte ich jetzt schon haben. Wir werden sie ein bisschen strecken jetzt hier. Aber das ist natürlich alles kein Problem. Warum? Weil wir hoffen natürlich, dass wir dadurch ordentlich Geld bekommen. Durch diesen tollen, schönen, dicken, fetten Banküberfall bei der EUD. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir müssen jetzt wahrscheinlich ein bisschen rumfliegen. So, steige in den Hubschrauber. Ja, dann komm, geh mal ein bisschen laufen. Die Zeit rennt, meine Freunde. Ist der doof? Ja, steig ein, mein Freund. So, wo geht's hin? Müssen wir ein Stückchen fliegen nach Murrieta Heights. Heights. Yeah.
The security's internal rather than external. It's quiet enough that any disturbance is going to get picked up immediately. Na, wenigstens können wir fliegen. Wir müssen jetzt hier nicht irgendwie lahmarschig fahren oder sowas. Das ist mal ganz bequem hier. Wie schön das einfach nur aussieht, ne? Das ist einfach traumhaft. Traumhaft. Kann man sich drin verlieben, diese Romantischkeit. Kann man aber auch sein lassen. Aber wir müssen mal ein bisschen an Höhe gewinnen, weil sonst knallt das jetzt gleich und wir sind tot. Dann machen wir nochmal hier hin auf Aufsicht. Schon ein bisschen romantisch, ne? Oh, traumhaft. So. Jetzt müssen wir Auskundschaften. So, wo ist der Konvoi? Da hinten stehen sie. So, wo fahren die hin? If the GPS tracker reads it's down there in the channel, we'll have red flags all over the place. Fine! Ja, da bin ich auch mal gespannt hier. Oh, die überholen einfach. What you thinking? I'm thinking I don't like being in close proximity to you for extended periods of time. In the same for short periods of time. Was war das? Die werden jetzt hier abbiegen. Oh, 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 oh. Nee, die sind nicht abgebogen, die fahren hier entlang. Okay, und dann biegen sie ab. Was ist da? Da sind sie schon. Okay, they'll be back out in the open now. It'll have to be a quick turnaround, but you can hijack the trucks in there. Sollen wir immer noch dranbleiben? Okay. Now, so. If I remember from planning the tool store job, they're excavating the new LS Metro tunnel around here. They take us around the building and find the construction site. So, jetzt haben wir aber auch 100 von 100. Da müssen wir eine Baustelle finden. Hier irgendwo. Ja. Okay, wir sollen genau drüber herschweben. Das ist natürlich jetzt hier ein bisschen blöd. Na, wo ist er denn? Da. Na,
Na komm schon, komm, komm einfach zurück. Dann Dortons. Ja, wie soll ich denn da drüber schweben? Hä? Meine Güte. Wie lange braucht er denn? Na, ja, mit dem Fliegen ist gar nicht so einfach. Ich setze ihn jetzt am besten direkt da rein. Ja, hast du jetzt endlich alles, ja? Meine Fresse. Können wir nämlich jetzt alle schön gemeinsam jetzt hier zurück zum Flugplatz fliegen. Schön durch die City. City Midi. $200 Millionen soll er wahrscheinlich einbringen. Geteilt 3 sind natürlich ordentlich Zaster. Ungefähr 75 Millionen für jeden. Ja, ein bisschen weniger. 60, 65. Irgendwie sowas. Mathe war noch nie mein Ding. Kann ich aber auch nichts für. Meine Lehrerin war nie so die tolle Dame, die mir was beibringen konnte oder beibringen wollte. Schon sehr clever, immer alles auf andere zu schieben. Naja, wie dem auch sei. Ich sehe den Flugplatz schon so ungefähr, so entfernen. Da ist nämlich auch wieder das Gefängnis. Und dann müsste der Flugplatz auch direkt ums Eck sein. Eckstein, Eckstein, wo ist der Flugplatz? Der ist dort. Da haben wir ihn ja, so kleine Sätze mit nicht. Und dann werden wir dann den Heli schön gepflegt in der Bruchlandung hinlegen. Komm, komm, Kamikaze-Style. Da so eine schöne Landung, das muss mir mal jemand nachmachen. Immer noch nicht. Die wollen sie denn haben. Okay. Okay, er braucht wieder eine Weile, um das alles durchzukoordinieren. Ist aber auch alles gar kein Problem. Alright, I'll start thinking about the breakout too. Bradley Snyder, he's getting bored. Talk to Michael, okay? Goodbye. Okay, goodbye. Alles klar, in dem Sinne, wir haben bestanden, in dem Sinne, abonniert den Channel wie immer, Daumen hoch für uns und natürlich Kommentare posten, falls ihr Fragen oder Anregungen habt. Bis dahin, ciao.